Mental Health, was denkt Gott eigentlich darüber? Herzlich willkommen hier heute in der zweiten Serien-Sonntag, wie auch immer, in dieser Serie. Auch ganz herzlich willkommen an Augsburg, Passau, Starnberg, Freising, alle Michael Churches, alle, die hinter dieser Kamera sind. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig gejubelt, weil ich muss das richtig eintrainieren, dass ich es kann. Ich bin hier nicht alleine heute, sondern ich habe das Privileg, mit der Janice heute zu predigen. Grüezi, grüezi. Aus der Schweiz, ihr bestes Hochdeutsch mit dabei. Wir haben uns kennengelernt in der Pastorenausbildung. Und ich dachte mir so, boah, geil, ein anderer Youth Pastor. Ich bin nicht allein, endlich kann ich mein Leid teilen und auch meine Freude natürlich. Deine Energie vor allem. Meine ganze Energie. Und am Abend saßen wir beim Abendessen, du hast erzählt, dass du seitdem du 16 bist, unter Depressionen leidest oder der diagnostiziert was, und ich war erstmal so voll im Stereotypen denken. Ich war so, hä, die Janice, die ist voll humorvoll, voll in Action, all in für Jesus. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, damit du es dir vorstellen kannst, wie wunderschön sie da einfach mit ihrer Youth am Start ist. Hier richtig crazy, voll im Einsatz. Oder das nächste Bild bei einem Leaders Retreat. Und es ist erstmal nicht in meinem Kopf gegangen, aber ich fand deine Story spannend, weil du was ganz Besonderes trägst davon, inmitten von deiner Krankheit Jesus mit reinzunehmen. Mental Health oder auch Depression, ich weiß nicht, was es in dir auslöst. Vielleicht denkst du so, wow, so ein überbetonter Begriff, das gibt's gar nicht, ich kann es nicht mehr hören. Oder ganz im Gegenteil, du denkst so, endlich sprechen wir auch hier in der Kirche über das unglaublich wichtige Thema. Völlig egal, um was es wirklich geht, ist, dass wir Jesus besser kennenlernen. Und ich freue mich, mit euch durch so ein paar Schlüssel zu gehen, wie wir im Leben stehen können, von Jesus lernen können, weil gerade Jesus auch unglaublich viel Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt hat. Darum mach dein Herz auf. Ich gehe ein bisschen durch meine Geschichte. Franzi hat es schon ein bisschen angetönt. Ich höre oft, oh, du wirkst gar nicht so depressiv. Wow, weiß nie genau, was das heißen sollte. Aber seit 10 Jahren ist einfach diese Schwere, diese Herausforderung, Konzentrationsschwierigkeiten, auch Arbeitsunfähigkeit seit vielen Jahren in einem gewissen Maße. Ich kann an Teilzeit arbeiten. Das ist Teil von meinem Alltag. Ich war in einer Klinik. Unzählige Fachpersonen bei Psychiater, Medikamente, das ganze Programm. Und es ist noch heute Teil von meinem Alltag, diese Depression. Und trotzdem möchte ich so gerne mich auf Jesus ausrichten und die Schlüssel von ihm lernen. Du hast mir erzählt, dass eine Story, wie du dich wiedererkennst, ist die Story von Petrus auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, kein Problem. Ich erzähle sie einfach ganz kurz. Du kannst dir Folgendes vorstellen. Die Jünger hatten einen richtig langen Tag. Sie steigen in das Boot ein, weil Jesus ihnen gesagt hat, okay, komm, fahrt schon mal vor. Ich komme danach. Ich denke mir so, okay, Jesus, wo ist dein Boot? Wie kommst du nach? Aber gut, andere Geschichte. Sie paddeln. Es ist alles noch richtig ruhig. Sie fahren raus. Aber plötzlich fängt ein Sturm an. Die Wellen werden höher. Das Boot fängt an zu wackeln. Und es ist nicht nur so ein bisschen ein Sturm, sondern die Jünger bekommen Todesangst. Sie fragen sich, scheiße, es kommt immer mehr Wasser in das Boot rein. Ich bin am Ertrinken. Und dann plötzlich sehen sie da hinten Jesus. Und sie denken zuerst, es ist ein Gespenst. Sie haben Angst, sie rufen, es ist ein Gespenst. Was steht da hinten? Wer steht da hinten? Und dann ruft Jesus, habt keine Angst. Ich bin's, euer Herr. Und Petrus, der beste Jünger von allen, vielleicht auch der stolzeste Jünger von allen, denkt sich, okay, den anderen zeige ich's ganz ruhig. Ich weiß, das ist mein Jesus. Okay, Jesus, wenn du's wirklich bist, dann lass mich auf Wasser gehen. Und Jesus ruft, komm. Petrus denkt sich vielleicht so, okay, gut, jetzt muss ich es auch wirklich machen, ist vielleicht ein bisschen entsetzt. Und er setzt den ersten Schritt raus. Es ist wackelig und die Wellen werden größer. Und er denkt sich, wow, krass, ich kann auf Wasser gehen, ich kann auf Wasser gehen. Der schaut Jesus an. Aber diese Wellen, sie überschlagen ihn. Er schaut nach links, nach rechts und er fängt an zu ertrinken. Er bekommt es mit der Angst zu tun und er sinkt. Ich glaube, wir wissen nicht nur unter Depressionen leiden, unter psychischen Krankheiten, um diese Situation in unserem Leben zu erleben, dass wir das Gefühl haben, wir ertrinken unter unseren Umständen. Das ist eine Geschichte, die trifft mich. Ich fühle mich im Leben oft so, als wäre ich mitten am Ertrinken.
Und für mich ist es so, ich bin im Wasser, ich schaue mich um, meine Freunde, mein Mann, meine Familie sind alle so am Planschen, sind alle so ein bisschen am Schwimmen, läuft so wie Jesus, der auf dem Wasser steht. Und ich bin so Petrus und ich bin tief im Wasser. Ich kriege kaum noch Luft. Immer mal wieder kann ich so ein bisschen Luft schnappen. Es fühlt sich an in meinem Leben, in meinem Alltag, als ob so schwere Kilos, so eine schwere so Ballast mich runterzieht ins Wasser. Und ich gebe so viel Kraft, damit ich irgendwie im Alltag stehen kann. Und irgendwie rundherum, die Leute, die ich anschaue, die brauchen nicht ein Drittel so viel Kraft wie ich, um einfach nur im Alltag zu funktionieren. Die Depression heißt für mich, dass diese Schwere mich niederzieht, dass ich nicht im Leben stehen möchte, dass ich keine Hoffnung finde, dass ich in der Sinnlosigkeit ertrinke und einfach nicht verstehe, wie ich noch einen nächsten Tag packen kann. Und wir gehen durch die Geschichte von Petrus und wir lernen auch ganz viel von Jesus heute. Und ich möchte ein geistliches Prinzip mit euch anschauen, das für mich so zentral ist, wenn ich kaum noch Luft kriege, wenn ich kaum noch schwimme und tief im Sturm am Ertrinken bin. Und zwar ist es: Suche Gottes Nähe in deinem Schmerz. Es wird heute ein bisschen challenging, ich hoffe, ich darf euch darauf einladen. Suche Gottes Nähe in deinem Schmerz. Und wir gehen nachher ganz praktisch in kleine Dinge, die wir tun können, um diese Nähe verzweifelt zu suchen, wenn der Schmerz uns wie das Wasser völlig übersteigt. Zuerst aber gehen wir noch durch ein paar biblische Prinzipien. Suche Gottes Nähe in deinem Schmerz. Für das tauchen wir in deine Geschichte ein, in der Bibel von Jesus. Jesus, ich weiß nicht, ob du schon unglaublich viel von ihm gehört hast, noch nie von ihm gehört hast, vermutlich schon, vielleicht auch nicht, völlig egal. Wir tauchen ein in die Geschichte. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Und für mich, wenn ich die Bibel lese, ist das so das größte Wunder. Jesus hat den Tod überwunden. Er hat das tiefste Loch hinter sich gelassen, er ist auferstanden und das größte Wunder getan. Und dann tauchen wir in die Bibel ein. Er begegnet den Jüngern. Thomas, ein Jünger, der hat es verpeilt. Und die Jünger erzählen es ihm, wie dass sie diesem Jesus begegnet sind. Das ist im Johannes 20, 25 bis 29. Da lesen wir, sie sagen: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Seine Wunde an seiner Seite, das sind physische Wunden, die er trug vom Tod am Kreuz. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Wir lesen weiter. Jesus wandte sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh dir an, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifel nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Diese Stelle löst große Fragen in mir aus. Jesus hat den Tod überwunden, das größte Wunder vollbracht, das die Menschheit gebraucht hat. Und sein Körper ist noch sichtlich verwundet von genau dem Tod, den er hinter sich gelassen hat. Ich stelle mir so vor, dass Jesus aufsteht im Grab und vom Grab rausläuft und sein Körper wiederhergestellt ist. Irgendwie, so in meinem göttlichen Denken, würde es so viel mehr Sinn machen. Ein Zeichen für das Leben, ein Zeichen dafür, dass Gott die Dinge wiederhergestellt hat. Aber Jesus trägt noch immer die Wunden. Und wenn ich hier im Johannes 20 lese, dann verstehe ich, warum.
Thomas erkennt Jesus an den Wunden, die er trägt von seiner Geschichte. Und nicht am Wunder, dass er auferstanden ist. Wie faszinierend ist das? Jesus, nach dem größten Sieg, nachdem er die schwierigste Zeit schon hinter sich gelassen hat, lässt sich erkennen als der geschlagene und zerbrochene Gott. Als der Mensch, der am Kreuz hing. Wenn also Jesus keine Angst davor hat, seine Wunden Thomas zu zeigen, wie viel mehr dürfen wir diese Geschichte spiegeln und unsere Wunden in die Gegenwart Gottes tragen und sagen, es schmerzt. Wenn nicht einmal dieser Gott, der den größten Sieg für uns vollbracht hat, seine Wunden schnell wegheilt, sondern sich darin erkennen lässt, wie viel mehr dürfen wir unsere Wunden zu Gott bringen. Als ich 17 war, musste ich eine Klinik. Ich war wirklich, mein Leben hing noch an einem Faden. Es war so ein krasser Überlebenskampf für mich über viele, viele Jahre. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht mehr handeln. Ich kann nicht mehr garantieren, hier zu bleiben. Also ging ich in eine Klinik in der Hoffnung, dass diese Ressource mir hilft, wieder ins Leben zu stehen. Und ich war schon damals in einer Kirche. Und ich habe schon in der Kirche immer wieder gespürt, wenn ich von diesem Gott höre, von dieser Bibel, dem alles möglich ist. Die Bibel ist voller Versprechungen, voller Verheißungen, voller Leben, voller Geschichten, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und ich schaue in mein Leben und mein Leben ist voller Zerbrechen und Elend und Hoffnungslosigkeit. Voller Todeswünsche, Schwere, Konzentrationsschwierigkeiten, Arbeitsunfähigkeit, alle diese Dinge. Und wie geht das zusammen mit einem Gott, dem alles möglich ist? Und so ging es auch den Leuten um mich herum. Es ist schwierig, so einen Schmerz auszuhalten. Und so war ich aus den Augen, aus dem Sinn in der Klinik. Niemand hat sich bei mir gemeldet. Alle haben mich irgendwie vergessen. Und ich habe mir die Frage gestellt, bin ich zu kaputt für diesen heiligen Gott? Ist mein Schmerz zu tief und zu dreckig und zu zerstört, als dass dieser heilige Gott, dem ich in der Bibel begegnen darf, mir nahe sein könnte? Und ich weiß nicht, was dein Schmerz ist. Ich kenne deine Lebensgeschichte nicht. Aber ich weiß, dass jeder Mensch seinen Rucksack trägt. Wir alle erleben Ungerechtigkeit. Wir alle werden verletzt in Beziehungen, hier in der Kirche, in der Familie. Vielleicht kämpfst du mit einer Sucht, die du seit Jahren loszulassen versuchst. Du versuchst viele Dinge, sie endlich abzuschütteln und du schaffst es nicht, sie loszuwerden. Vielleicht hast du so eine Wut in deinem Bauch, eine Wut über die Ungerechtigkeit im Leben. Und immer wieder steigt sie dir in den Hals und du kannst nicht anders, als aus dieser Wut zu reagieren. Und du versuchst schon alles, um sie endlich loszuwerden und abzuschütteln. Aber du bist gefangen in dieser Wut. Egal welchen Schmerz es in deinem Leben ist, suche Gott in diesem Schmerz. Das zweite geistliche Prinzip, was wir von Jesus lernen, ist, kenne deine Warnleuchten. Wir sind, mein Mann und ich, wir sind von Zürich hier nach München gefahren. Wunderbar, ging alles prima in 3 Stunden. Wir waren hier, das Auto sagt, bitte geh tanken. Also wissen wir, bevor wir nach Hause fahren, das Erste, was wir machen, wir gehen tanken. Man fährt nicht so gut mit einem leeren Tank. Hier, ich mache ganz kurz so mein blondes Klischee auf. Ich verstehe gar nichts von Autos. Kein Plan. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, wenn es orange blinkt, dann habe ich noch Zeit, um nachzufahren. Ich kann mal weiterfahren und kann fragen, was ist das? Und wenn es rot blinkt, anhalten. Dann ist nicht mehr gut, das weiß ich. Mehr muss ich nicht verstehen. Und so geht es uns manchmal im Leben. Lerne deine Warnblinker kennen. Sie sagen dir nämlich etwas ganz Wichtiges. Und in der Geschichte von Jesus
schaut er auf genau diese Warnblinkanlage. Wir gehen in der Geschichte etwas zurück, vor dem Tod am Kreuz. Jesus ist von der Angst gepackt, weil er weiß, dass der Tod am Kreuz ihm bevorsteht. Und das lesen wir in Markus 14, 32 bis 36. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier hin und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Auch wieder ein Bild von Jesus, das mich zum Nachdenken anregt. Er ist von Angst und Grauen gepackt, er ist zu Tode betrübt. Und wie reagiert er darauf? Wir lesen weiter. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Und er betet: Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Das Spannende ist, er betet aber nicht: Mein Wille geschehe, sondern deiner. Und das Gebet, hier fühle ich mich wohl. Das Gebet habe ich oft gebetet in meinem Leben. Vater, lass diesen bitteren Kelch der Depression an mir vorübergehen. Viele Menschen haben das schon mit mir gebetet. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und trotzdem stehe ich noch hier, noch immer unter dieser Depression. Und mein Wunsch geht weiter, dass Gott diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen lässt. Aber ehrlich gesagt ist es nicht mal das, was mich am meisten fasziniert an dem Gebet von Jesus. Er sagt nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Wenn wir in der tiefsten Scheiße, sorry für das Wort, aber wenn wir in der tiefsten Scheiße von unserem Leben sagen, du Gott sollst regieren und ich entscheide mich für dich, das ist wirklich ein Schlüssel. Zurück von dem Side-Teaching zu deinen Warnsignalen. Jesus hatte Angst. Die Angst, die in ihm aufkommt. Und wie reagiert er? Er fällt auf die Knie und betet: Aber Vater. Er geht ins Gebet und spricht mit seinem Vater. Und ich habe euch einige dieser Warnsignale mitgebracht, wie sie in meinem Leben aussehen. Ich habe einen, ihr merkt vielleicht nicht, ich habe mich angepasst. Ich habe einen eher kreativen, fragwürdigen Kleiderstyle. Das ist die gezähmte Version. Und das ist wirklich so meine Art, wie ich meine Kreativität, meine Faszination der Schönheit Gottes, einfach wie ich dem freien Lauf geben möchte. Und ich merke, wenn mein Inneres langsam wieder etwas verwelkt, dann geht meine Kreativität verloren. Und ich kleide mich viel langweiliger, nur noch Jeans und Shirt. Das einzige Praktische ist, meinem Mann gefällt dann mein Kleidestil viel besser. Weißt du, manchmal bin ich an Freudenfesten, wie eine Hochzeit oder so. Und das Einzige, woran ich denken kann, ist, wie hoch die Scheidungsrate ist. Dann merke ich, okay, mein Inneres ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ich habe 4 Jahre Theologie studiert und es tatsächlich geschafft. Das war ein wirklich großer Sieg für mich. Und ich bekomme das Diplom von meinem Bachelor. Und ich beginne zu schluchzen und zu weinen, weil ich realisiert habe, mein Inneres fühlt sich so tot an und es ist so hoffnungslos. Ein Diplom mehr oder weniger ist völlig egal, es wird daran nichts ändern. Ich weiß nicht, welche Warnleuchten du in deinem Leben hast. Vielleicht merkst du es, wenn deine Schlafprobleme wieder aufkommen, du dich 100-mal drehst in der Nacht, nicht schlafen kannst. Vielleicht merkst du es, wenn du Emotionsausbrüche hast. Vielleicht merkst du es, wenn du müde bist, wenn du träge bist, wenn du keine Freude mehr empfinden kannst. Völlig egal, was es ist, wenn du besorgt bist, wenn du ängstlich bist. Aber ich sage dir, kenne deine Warnsignale. Denn es ist relevant für dich, wie du im Sturm umgehst.
Und zurück zu der Story von Petrus. Petrus ist also mitten am Ertrinken. Donner, Blitz, die Wellen sind über ihn. Und er denkt sich vielleicht, wäre ich bloß nie aufs Wasser gegangen. Ich Idiot, warum bin ich da hingelaufen? Er ist am Ertrinken, es geht immer tiefer. Er denkt sich, wäre ich bloß nie in dieses Boot eingestiegen. Hätte ich bloß nicht auf diesen Jesus gehört. Wer will mich denn hier noch rausretten? Und vielleicht kennst du genau solche Situationen. Die klingt vielleicht jetzt erstmal extrem krass bei Depressionen, aber ich glaube, wir müssen nicht erst psychisch krank sein, um diese Abwärtsspiralen zu kennen, die mit einem Gedanken anfangen. Ich glaube, bei Petrus hat es so angefangen, wenn du diese Abwärtsspirale hier hast, das ist einfach ein Gedanke. Oh krass, die Wellen sind ganz schön hoch. Ich richte meinen Blick weg von Jesus. Wow, der Wind ist ganz schön stark. Oh krass, und es geht immer tiefer. Ich hatte einen so einen Moment an unserer wunderbaren Christmas Experience. Ich habe mich Wochen darauf gefreut, mitzuarbeiten, am Start zu sein. Dann bin ich krank geworden. Dann saß ich da auf meinem Sofa, schön krank. Und es fing mit einem Gedanken an. Hey Franzi, dir hat ja gar niemand geschrieben, wo du bist. Interessieren die Leute sich überhaupt für dich? Eigentlich bist du total unwichtig. Eigentlich ist Church gar keine Family. Und es hat mit einem kleinen Gedanken angefangen. Und es ist immer tiefer reingegangen, immer mehr Gefühle von Einsamkeit, Ablehnung, Isolation haben sich eingeschlichen, bis ich mich dann einfach mit Netflix betäubt habe. Gemerkt habe, gut, dann renne ich jetzt von meinen Gefühlen weg. Und ich weiß nicht, was diese Abwärtsspirale bei dir ist. Vielleicht ist es Finanzen, wo du sagst, okay, die Inflation, die ist jetzt schon irgendwie stark. Kann ich mir noch meine Wohnung leisten? Was ist mit der Ausbildung meiner Kinder? Wie ist es mit dem Essen gehen? Okay, da muss ich kürzer machen, bis du merkst, du hast ein Armutsdenken und du bist in dieser Abwärtsspirale und kommst da einfach nicht mehr raus. Und ich finde das so spannend, weil ich würde mir denken, ah, okay, dann kommt so ein Moment, Jesus taucht auf und diese Abwärtsspirale wird einfach gestoppt, er zieht Petrus raus. Aber Jesus stillt nicht den Sturm, um Petrus rauszuziehen, sondern in dieser Geschichte steht, inmitten von diesen Wellen, inmitten von dem Moment, wo er ertrinkt, streckt Jesus seine Hand aus und hält ihn fest, obwohl die Wellen noch über ihn drüber schwappen. Und ich glaube, das ist das, was du im Alltag machen darfst, dich nach der Hand Gottes auszustrecken, inmitten von dieser Abwärtsspirale. Wie sieht das aus, wenn wir uns genau nach dieser Hand ausstrecken? Jesus, die mir im Alltag immer wieder die Hand entgegenstreckt. Und manchmal im Alltag, da sehe ich die Hand nicht. Ich spüre sie nicht. Ich finde sie nicht. Und darum habe ich mir ganz, ganz wichtige, einfache drei Gebetsformen ausgedacht, erlernt, wie auch immer man es nennen möchte, die mir helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weil die Bibel fordert dich und mich auf, im 1. Petrus 5,7, wirf alle deine Sorgen auf den Herrn. Und dieses Werfen, ich liebe das, und werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt um alles, was euch betrifft. Werfen. Werfen ist so das Aktive, mit dem ganzen Körper. Werft es so weit, wie ihr könnt. Werfen. Und dann frage ich mich, okay, schönes Bild, aber was heißt das jetzt genau in meinem Alltag? Ich meine, wenn ich meinen Umschlag öffne, eine Rechnung rausnehme, die ich nicht bezahlen kann, wo soll ich sie genau hinwerfen? Die Leute melden sich wieder, sie merken es. Und ich bin sehr fasziniert von der Heiligkeit Gottes. Die katholische Kirche geht mir da weit voraus und ich bete immer wieder mit dem Rosenkranz. Ich muss ehrlich sagen, ich bete es anders als dessen Ursprung, aber es hilft mir, in der Gegenwart und Heiligkeit Gottes anzukommen, wenn ich nicht mehr durchblicke und wenn das Wasser über meinem Kopf steht. Ich bete bei jeder Kugel: Jesus Christus, sei mein Hirte. 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 Ich beginne bei Jesus. Ich nehme mir die Zeit, hier rumzubeten und ich ende wieder bei Jesus. Und wenn wir jetzt genau das Beispiel von der finanziellen Schwierigkeit nehmen, du bist verschuldet, du bist
unglaublich herausgefordert, weil es einfach nicht weitergeht. Und du sprichst immer wieder aus, Jesus Christus sei mein Hirte. Dann sprichst du ein göttliches Prinzip aus, dass dieser Jesus dein Hirte sein darf. Ein Hirte führt seine Schafe an immer wieder neue Wiesen, er führt sie an ruhige Gewässer, er bietet Schutz und Klarheit. Und du kannst diese göttlichen Prinzipien proklamieren, auch wenn du noch nichts davon siehst. Ein zweites ist, ich bete sehr gerne das Vater Unser mit diesem Holzkreuz. Das hat grundsätzlich nichts auf sich, außer dass meine Konzentration manchmal ein bisschen schwindet. Und es hilft mir, das in der Hand zu halten und zu beten. Und ich bete das Vater Unser. Es ist ein Gebet, das auch ganz viel Wahrheit hat. Und wenn du Ungerechtigkeit erlebst, in deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer, du kannst nicht ausbrechen, dann beginne das Vaterunser jeden Tag zu beten, weil du sprichst dann das Prinzip der Vergebenheit aus, dass Gottes Wille geschieht. Du sprichst aus, dass Gott über allen Umständen steht. Es hat unglaublich viele einfache Wahrheiten, die für deine Situation relevant sind. Und die letzte Gebetsmöglichkeit, die ich mit euch anschauen möchte, ich habe hier eine Duftkerze mitgenommen. Und diese Duftkerze, die nutze ich für ein Gebet, das ich im wortlosen Schmerz brauche. Wenn ich keine Worte mehr finde für das Elend in meinem Herzen, für das Elend in meinen Umständen, dann zünde ich diese Kerze an. Und mit einem ganz einfachen Satz bringe ich die Schwierigkeit vor Gott. Vielleicht sage ich, wenn ich die Kerze anzünde, ich finde die Hoffnung zum Leben nicht. Ich ertrinke wie Petrus. Egal welchen Satz du betest. Aber wenn du die Kerze auspustest, dann hilft es mir, dass ich sichtlich sehe, das Licht ist bei mir aus. Ich habe einen Punkt gesetzt, ich möchte den Sorgen ein Ende setzen und ich weiß, Gott hält mich weiter in seinen Händen. Das Licht bei ihm brennt immer weiter. Ich darf die Verantwortung und die Sorge bei mir loslassen, aber Gott hat das Licht und die Hoffnung für mich weiter in der Hand. Das sind drei ganz einfache Möglichkeiten, wie du die Nähe Gottes suchen kannst in deinem Schmerz. Bei Petrus ging auch das Licht aus. Er war am Ertrinken. Er kann gerade noch so die Hand Gottes ergreifen. Jesus zieht ihn raus, setzt ihn in dieses Boot zurück. Er ist pudelnass, völlig geschockt. Und auf einmal legt sich dieser Sturm. Und es wird ganz ruhig und ein ganz heiliger Moment passiert, weil alle, die in diesem Boot waren, gehen auf die Knie, werfen sich vor Jesus nieder und sagen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Was für ein krasser Moment. Was ist, wenn der Sturm in deinem Leben dazu da ist, dass du Gott tiefer kennenlernst? Was ist, wenn der Sturm, die Tiefe in deinem Leben, nicht dazu da ist, dich zu zerbrechen, dich kaputt zu machen, sondern dich in eine tiefere Erkenntnis zu führen, in das, wer Gott ist? Erst in Krankheit kannst du erleben, wie Gott ein Gott der Heilung ist. Erst in Not kannst du erleben, wie Gott ein Gott der Versorger ist. Erst wenn du Zerbruch erlebst, kannst du erleben, wie er ein Gott der Wiederherstellung ist. Was ist, wenn die Tiefe dazu gemacht ist, um Gott ganz tief im Schmerz zu begegnen und dass in der Tiefe in dein Herz eine Wahrheit reinkommt, die du noch nie gesehen hast? Für mich ist Worship oder auch diese Gebetsform, die Janice erklärt hat, das ist wie eine Aufwärtsspirale. Und ich denke mir ganz oft, vielleicht können wir kurz die Slide haben, ich muss schon hier oben sein. Musst du gar nicht, du startest einfach hier. Mit einem simplen Gebet, Jesus sei mein Hirte. Und du wiederholst es so oft, auch wenn es langsam ist, Jesus sei mein Hirte. Du fängst an, das Vaterunser zu beten. Du fängst an zu worshipen. Danke, Jesus, dass du in Kontrolle bist, wenn ich keine Kontrolle hast. Du merkst, dass du auf einmal eingehüllt bist von der Gegenwart Gottes, obwohl der Schmerz noch da ist. Genau deshalb bleibe ich seit über 10 Jahren irgendwie immer wieder in der Gegenwart Gottes, obwohl ich das Wunder nicht oder noch nicht
so erlebt habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Weil ich schon so viel Wahrheit erkennen durfte, durch diesen Schmerz und durch diese Schwierigkeiten. Und die Herausforderung, dass die Bibel von vielen Versprechen und Verheißungen spricht und dein Alltag vielleicht absolut andere Realität ist. Das heißt nicht, dass es eine zu große Spaltung ist, eine zu große Kluft, sondern es heißt, dass du genau darin vielleicht die göttliche Nähe erleben darfst. Und ich möchte heute etwas Mutiges mit euch tun. Ich möchte mit euch entscheiden, dass Gott nahe und präsent sein darf in unserem Schmerz. Ich muss diese Entscheidung immer wieder treffen, weil es eine der schwierigsten, aber auch eine der schönsten ist. Jesus hat es uns vorgelebt. Er ging auf die Knie in der tiefsten Angst, im tiefsten Schmerz. Und er sucht die Gegenwart von Gott. Und wenn wir auf den Vers von Markus 14 nochmals schauen, dann lass uns dieses Gebet gemeinsam aussprechen. Es ist das Gebet, das mein Leben immer wieder verändert hat. Du darfst deine Augen schließen und wenn du möchtest, dann sprich diese Worte laut aus. Es hilft uns immer wieder, die Dinge, die am schwierigsten sind, laut auszusprechen. Vater, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Du darfst es benennen, was der bittere Kelch bei dir ist. Lass diesen bitteren Kelch der Depression an mir vorübergehen. Ich möchte in den Fußstapfen von Jesus laufen. Und ganz mutig spreche ich aus. Du darfst mir nahe sein in meinem tiefsten Schmerz. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Amen. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast heute dabei warst und ich bin sehr dankbar, dass wir auf allen Plattformen diesen Podcast kostenlos zur Verfügung stellen können, weil so viele Leute großzügig das unterstützen. Wir sind gerade in ein paar Wochen im Jahr, die sind ganz besonders. Wir sind in unserer Kampagne der Reach Beyond. Das geht um eine Sonderkollekte, die wir einsammeln, um noch mehr Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Das heißt, du kannst auch an unserer Online-Community entscheiden, ob du dabei sein willst. Wir wollen noch mehr Content ermöglichen. Wir wollen ermöglichen, dass mehr Menschen mit der guten Nachricht erreicht werden. Wir wollen sozialen Nöten begegnen. Wir wollen lokalen Nöten und globalen Nöten begegnen. Und ganz viele Projekte gibt es, die du in der Description nachlesen kannst. Geh unbedingt auf diesen Link, weil gemeinsam können wir viel erreichen. Deswegen vielen Dank, dass du einfach ins innerliche Gespräch mit Gott gehst, dir überlegst, ob es dran ist, auch in diese Reach-Kampagne deine Gebete und deine Finanzen zu investieren, dass mehr Menschen denn je mit dieser Nachricht erreicht werden. Deswegen lass uns in dieser Dankbarkeit zusammenkommen. Du und ich sind, denke ich, dankbar dafür, dass schon so viel passiert ist in den letzten Jahren. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen erreichen.